So, willkommen zu einer weiteren Folge Bier-Adventskalender. Wir sind heute beim Türchen Nummer 4 angelangt und wir fangen auch wieder an mit dem Ani seinen Adventskalender. Toll. Gerade startet man das Video, dann setzt er sich schon hin und macht Pipi, Pipi, Pipi. Egal, solange haben wir die Zeit, Türchen zu suchen. Denn wir haben hier wieder den A-Design Adventskalender, haben heute Türchen Nummer 4. Wie immer habe ich die Tür eingedrückt und wir haben hier so komische braune. Guckt euch das mal an. Was ist das wieder? Riecht auf jeden Fall komisch. Hier, Adi, was sagst du dazu? Möchtest du da mal reingreifen? Nicht? Wir kippen es dir einfach gleich wieder dahin. Wir machen mal, das haben wir ganz vergessen, müssen wir hier beim Waschbecken zumachen. Da können wir es dir gleich wieder hier reinschmeißen. Da kannst du nämlich von da essen. Ungefähr, ich komme nicht klar. Ja, ist doch cool. Soll ich dir, nimm dir mal eins raus. Genau, jetzt liegt es da unten. Wir machen das anders. Ich gebe dir das jetzt auf die Hand und dann ist gut, ne? Ungefähr so. Dann kannst du hier mal probieren. Oh, wie süß! Beziehungsweise gebe ich dir die restlichen trotzdem hier rein. Zusammen mit dem, was runtergefallen ist und dem, was immer noch hier drin hängt, da kannst du das jetzt schön aus dem Waschbecken rausnaschen. Genau so wollte man das haben. Und wir machen uns auch das Türchen Nummer 4 auf. Und das ist diesmal hier hinten. Zack. Und wir haben wieder ein wunderschönes. Das sieht schon wieder so depressiv aus, wenn ich das sehe. Was ist das? Erstmal hat es einen silbernen Deckel. Ja, es hat einen silbernen Deckel. Ist schon mal anders als bei den anderen. Vom Deckel her kann man noch nicht viel lesen. Dann hat es hier eine kleine Rolle und hier noch ein großes und das heißt einfach nur Husarentrunk. Husarentrunk Schlossbräu Räder. Das sieht trotzdem, wie viel hat das? 5,3%. Nach alten überlieferten Rezepten des langjährigen Brauereibesitzers Adolf Freiherr Spiegel von und zu Peggelsheim. Rittmeister im 1. Westfälischen Husarenregiment wird dieses süffige Spezialbier gebraut. Okay, der erinnert mich auf jeden Fall ein bisschen an Filippone. Wenn ihr Filippone noch kennt, gebt euch den mal. Filippone mit einer blauen Mütze. Finde ich trotzdem leider vom Etikett her nicht ganz so ansprechend. Da fand ich das normale gestern besser. Die Farben gefallen mir eigentlich nicht so. Ist mir alles etwas zu dunkel. Es hat eigentlich eine schöne Aufmachung. Okay, das ist wieder sehr edel. Ich mag es aber nicht edel. Ich mag es eher jugendlich und schlicht. Würde von mir trotzdem 3. Gib mal einen Durchschnitt. Gib mal 3 Punkte, weil der Filippone dabei ist. Das muss extra Punkte geben. Dann haben wir natürlich den Geruch. Den brauchen wir als nächstes. Die Farbe. Farbe und Schaum kommt als nächstes. Zack, und wieder ins Katzenklo rein. Dafür haben wir natürlich hier wieder unser Bier-Tasting-Glas. Da wollen wir wieder einschenken und irgendwie kommt mir die Flasche so klein vor. Kleiner als alles andere. Wir füllen das also hier ein. Wir verzichten wieder auf die Schaumkrone und versuchen einfach wirklich, dass wir das komplett heute in das Glas reinkriegen. Das haben wir ja die ganze Zeit verschwitzt. Die ganze Zeit hat immer ein kleines bisschen gefehlt. Ich sehe aber jetzt schon, dass die Farbe kräftiger ist als gestern das, obwohl gestern das so extrem beworben wurde. Erinnert mich ein bisschen an die Nummer 2 im Türchen. Also Farbe finde ich eigentlich sehr gut. Guckt euch das mal an. Farbe und Schaum. Es hat eine kleine Schaumkrone, eine Mini-Schaumkrone. Mehr habe ich nicht zugelassen. Die Farbe sieht aber richtig genial aus, so richtig Bernsteinfarben. Einmal habe ich 5 Punkte gegeben für Farbe bisher. Das sieht genauso aus wie das 5-Punkte-Bier. Gebe ich natürlich auch wieder 5 Punkte auf die Farbe. Das ist einfach kräftig, das sieht nicht wässrig aus. Farbe komplett 5 Punkte. Zack, Geruch.
Riecht etwas bitter, aber irgendwie angenehm. Riecht angenehm bierig auf jeden Fall. Ist, glaube ich, sogar der beste Geruch, den ich bisher hatte. Also so muss ein Bier riechen. So stelle ich mir das vor. Der Filippone weiß, wie man Bier macht. Ich würde, glaube ich, jetzt für diesen Geruch... Der gefällt mir wirklich gut. Ich glaube, ich gebe für den Geruch auch 5 Punkte. Einfach nur. Habe ich bisher noch nicht gerochen. Bisher am Geruch immer was auszusetzen gehabt. Hier bin ich überzeugt, der Geruch haut rein. Ansonsten aber noch den Geschmack. Jetzt kommt es drauf an, kann der Filippone auch was? Das Etikett, naja. Aber der Rest passt schon mal. Ja, Radi, wieso gehe ich immer mit dir gemeinsam aufs Klo? Jetzt Prost natürlich an euch und schönen ersten Advent. Nein, schönen 4. Dezember. Ja, Geschmack kann ich jetzt nicht so zuordnen, obwohl schmeckt eigentlich normal, wie wenn ihr irgendwo einkehrt in Aschaffenburg und euch da hinsetzt und eine Britza isst und sagt, ich hätte gern ein Bier. Du weißt eh nicht, was es für Biersorten gibt. Du nimmst einfach ein Bier und sie bringt dir in einem Glas ein Bier. Schmeckt also wie ein Biergartenbier, schmeckt wie ein Restaurantbier, schmeckt auf jeden Fall nicht wie das billige Flaschenbier, was es hier überall gibt. Hat auch gerade die richtige Temperatur. Ist wahrscheinlich gut, dass ich den Kalender hier mal auf dem Klo stehen lasse. Wenn es in gehobenen Restaurants natürlich angeboten wird und auch hier, ist das bedeutend besser als eigentlich in den Flaschen. Trotzdem, da weiß ich nicht, mir schmeckt 5-0er einfach besser, auch wenn 5-0er jetzt nicht wirklich besser ist. Ich gebe 4 von 5 Punkten bei Geschmack und damit hat das 3, 5, 5, 4 erreicht. Ich glaube, das müsste bis jetzt sogar das beste Bier sein, die Bestnote. Hat nur Einbußen beim Etikett hingenommen, aber bei den restlichen Sachen richtig gut abgeschnitten. Ansonsten, ja, die wartet schon drauf, dass er wieder raus kann. Sonst habe ich die Tür immer auf. Jetzt mache ich die zu, dass er wirklich dabei sein muss. Das ist Pflicht. Schließlich geht es ja auch um seinen Kalender. Ich lasse mir das jetzt noch schmecken, habe auf jeden Fall schon Schlimmeres getrunken, kommt recht gut hin, da denkt ihr wirklich Augen zu, es ist Sommer, ihr sitzt im Biergarten. Das war es von meiner Seite aus, habt ihr heute auch schon euren Bierkalender geöffnet, habt ihr schon ein Bier getrunken, habt ihr Schokolade gegessen, schreibt es mal rein, was war in eurem Adventskalender. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, vorhaut, euer Kramses. Grrrr.